Wem nützt es, dass die Kommunen und Kreise in Haushaltssanierungsverpflichtungen Kürzungen, Gebührenerhöhungen auf die Bevölkerung abwälzen und gleichzeitig das Privatvermögen stetig steigt? Wem nutzt es, dass Energiekonzerne ohne gesellschaftliche Kontrolle quasi machen können, was sie wollen und auch noch für ihre Verluste, die sie aufgrund des frühen Atomausstiegs einfahren, durch uns entschädigt werden? Name? Dr. Aslin Nau. Alter? Fast 34. Dein politisches Motto? An allem ist zu zweifeln. Nach meiner Meinung ist die soziale Frage bei allen Auseinandersetzungen die allerwichtigste. Damit meine ich den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Reichtum und Armut. Ich möchte die soziale Frage mit den ökologischen und energiepolitischen Themen in unserem Land verbinden. Der Grund, warum ich in Deutschland bin, ist ein politischer. Meine Eltern sind politische Verfolgte aus der Türkei. Die haben wirklich einen ganz knallharten Kampf in der Türkei geführt, haben ihr ganzes Leben aufgegeben. Und ich möchte nicht, dass das umsonst passiert ist. Ich muss einfach das Erbe meiner Eltern weiterführen. Und wenn es Kleinigkeiten sind, ich möchte der Gesellschaft ein bisschen Gutes tun. Und das ist alles, was mir reichen würde. Wir, liebe Genossinnen und Genossen, sind die Partei, die sich kompromisslos gegen Sozialabbau, Lohn- und Rentenkürzungen, gegen Beteiligung an Kriegseinsätzen einsetzt. Und wir sind die Partei, die konsequent für einen sozial-ökologischen Energiewechsel eintritt. Unbestechlich und konsequent. Und da bin ich stolz drauf.